Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Live. Ja, Live in the Woods. Es ist Nacht, wir müssen uns schlafen legen. In der letzten Folge sind wir qualvoll verhungert, nachdem wir irgendwie jahrhundertelang rumgewandert sind und nichts erreichen konnten. Bäume! Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir was anfangen zu buddeln und uns Essen besorgen. Haben wir noch Holz? Wir haben kein Holz. Sehr gut. Sehr gut, dass wir kein Holz haben. Dann würde ich sagen, schlagen wir uns mal hier unten ein paar Holz weg. Ach, das ist eine Birke. Ich dachte, das ist so wieder in. Was ist das? Australischer Büchse. Ja gut, das ist nicht sehr viel. Wir müssen echt gucken, dass wir uns jetzt echt dann bei Zeiten eine Unterkunft bauen und ein Feld anlegen. Die Frage ist nur, wo? Wow. Ein krasser Überstand ist das da oben. Da will ich mal kurz nachgucken. Okay, voll die Stolpergrube. Aufpassen, dass hier nichts Böses uns erwartet. Oh, hier sind ja schon Jungle Free. Ach, Manus. Au! Scheiße. Mann. Ich bin zu blöd zum Springen. Hüp, hüp. Okay, hier kann man nicht hochspringen, Leiter. Das ist schlecht. Na gut, hier kommen wir eh nicht hoch. Dann hier wieder runter und weiter geht's. Wir schlagen mal hier noch einen Baum, weil wir brauchen hier eh Holz. Und dann wenigstens über die nächste Nacht mal eine Grundausrüstung an Grundwerkstock her. Werkstock. Wir stellen uns Grundwerkstock her. Entschuldigung. Grundwerkstoff. So, hört ein Schuh draus. Mann. Sprechen können ist echt schon was ziemlich Schwieriges. Ich muss auf die Uhr gucken, damit ich auch weiß, wenn ich angefangen habe. Ja, sehr gut. Tschüss, Handy. Ich brauche dich nicht. Ich wollte nur die Uhrzeit wissen. Bap, weg ist es. So, hopp. Ey. Schnupp das Gras weg. So. Ich glaube, wir haben aber kaum Saplings, um uns irgendwas anzupflanzen. Das ist gerade ein Riesenproblem, da wir echt Essen brauchen. Viel. Bah. Viel Essen brauchen. Hier ist Asche. Und vor der Fries der Drops. Da ist der Drops gelutscht. So zerbröselt der Keks nun einmal. So. Was? Dann gehen wir weiter. Schön Holz verkannt. So, komm. Weg mit dir. Zack. Passt. Ich habe ja eine Idee, was wir machen können. Ich nehme das hier mal alles mit, weil ich nicht weiß, was wir davon einpflanzen. Ich weiß nicht, ob das uns was bringt, aber ich nehme es einfach mal mit. Was ist das? Kurzes Gras. Da? Ja, toll, Pilze brauche ich jetzt nicht unbedingt. Täuschende Waldtitel hier, die verarscht uns doch. Sie täuscht uns. Sie täuscht etwas vor, was sie nicht ist. Gibt es hier sonst noch etwas? Ach Mann, ich würde ja gerne da hoch, muss ich ja ganz ehrlich eingestehen. Oh, das war richtig sinnvoll. Danke, Bau. Tschüss, Bau. Wir klettern mal hier weiter hoch und gucken, dass wir, wenn wir oben sind, dass wenn wir oben sind, dass wir uns mal nicht so dumm anstellen, aber wir gucken, dass wir, wenn wir oben uns sind, mal uns nicht so dumm anstellen. Wow. Also ich kann auf jeden Fall eine Jump and Run bestimmt ganz gut spielen in Minecraft. Also ich bin quasi Profi. Hier oben ist ein bisschen sehr kahl, muss ich feststellen.
vielleicht doch nicht so der perfekte Punkt, um zu wohnen. Ich dachte, es ist nicht ganz so kahl, muss ich ja feststellen. Kahl, das tötet Menschen. Ja, ich glaube, dann satteln wir, glaube ich, nochmal unsere Taschen und gehen doch weiter, weil hier ist echt voll durch die Scheißzone. Ich würde gerne auf einen Berg hochgehen, dort oben wohnen. Okay, runtersteigen geht besser als hochsteigen, muss ich echt mal feststellen. Da. Hüpf, hüpf. Und wir sind unten. Ja, ging doch richtig smooth. Ich würde sagen, also ein bisschen geil war das schon jetzt. Komm her, Zeppling. Sammy Zeppling. Mein Freund, der heißt Sammy und ist ein Zeppling. Au. Dafür habe ich mir sofort das Bein gebrochen. Das Bett nehmen wir natürlich mit. Was haben wir hier drin? Die Pflastersteine nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Gut, der eine Stone. Avocado nehmen wir uns mal mit. Jetzt brauchen wir nicht Knochen. Nee, nein, 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 nein. Ich hab schon voll die Panik gehabt. Ja, ein bisschen Sand nehmen wir uns noch mit. Oh, Entschuldigung. Das nehmen wir uns alles mit und der Rest bleibt hier. Falls wir irgendwann... Ich wollte sagen, falls wir irgendwann mal wiederkommen, aber hey. Ach stimmt ja, unsere Grundausstattung ist ja weg gewesen, dass wir gestorben sind. Stimmt ja. Hier schwebt ein Baum. Dschungeltree, Hummerschen, Sandgras, australischer Günsel, Keulenlinie, ich muss mal keulen. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Richtung hier hinten auf jeden Fall und gucken, dass wir da irgendwo rauskommen und uns dann dort mal echt ein neues Leben anfangen. So, jetzt haben wir ein bisschen Kakao. Um die bei uns anzupflanzen, brauchen wir ja ein bisschen Dschungelwut dann auf jeden Fall. So, komm her. Komm weg. So, dann holen wir jetzt das Holz. Und dann haben wir Dschungelwut. Mit dem Dschungelwut haben wir bald Kakao-Bohnen, die wir uns anbauen können. Ich weiß nicht, wie fern wir die groß gebrauchen können. Weil das sehr umfangreich ist. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie viele es Rezepte gibt. Aber es gibt ultimativ viele, sag schon, Rezepte in der Mod. Vor allen Dingen gibt es ja dann noch ein bisschen mehr, wenn wir noch was anderes nutzen. Was wir dann auf jeden Fall nutzen fürs Bauen noch. Weiß nicht, ob ich das schon mal zeigen kann. Ja, ich sollte vielleicht erstmal E und O. Carpenter. Ja, wir haben ja einiges. Bett des Zimmermanns, schräge Innenrahmen des Zimmermanns. Also das kann man uns angucken, was wir dafür brauchen. Zum Beispiel ist das der normale Block ist Sticks und ein Holzblock in der Mitte. Kriegen wir 5 raus. Das mal zumachen. Könnten wir jetzt eigentlich schon fast bauen. Will ich aber noch nicht, weil es bringt uns jetzt nicht gerade viel. Und dann kann ich euch ja mal zeigen, was es mit dem Zimmermannsding auf sich hat. Wir müssen dann noch gucken, dass wir uns eigentlich brauchen wir dann noch zur weiteren Bearbeitung auch den Hammer. Aber den können wir uns dann craften, sobald wir irgendwann mal voll den Frame Drop haben. Ich glaube, ich hätte auch die Musik im Hintergrund ein bisschen lauter machen können, weil ich habe jetzt gerade keine mehr. Okay, hat sich richtig gelohnt, die mit anzuwerfen heute. Ja, professionell ist was anderes, ne? Die Frage ist, wo kommen wir hin? Wo wollen wir hin? Hier liegt ein Haufen Scheiß. Büsche. Was ist das für ein Busch? Gelber Holunder, okay, den nehmen wir mit. Der kommt mit. Der gelbe Holunder. Jolinde! Wer bist du? Was ist das? Kanadische Hornikley. Ach, hier ist das Meer. Ich glaube, das war sogar das Meer, wo wir aufgebrochen sind, loszufahren. Gehen wir links oder rechts? Ich gehe links lang. Alter! Ernsthaft? Fehlt da nur was, oder? Nein!
Oh, verdammt. Verzaubertes Buch des Meeres. Oh, Diamantenachs. Verdammte Scheiße. Oh, wir sind fast tot. Hallo? Wir sind mitten in eine Ruine reingeplatzt. Das ist sehr gut jetzt, wo ich auch das Bett abgebaut habe. Au! Kriegst du es nicht? Und hier können wir wieder raustauchen. Tauch, 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 tauch. Das war keine gute Idee, aber zumindest haben wir eine Diamantenachs gefunden, die wir da... Oh, noch retten müssen. Jetzt wird es auch Nacht. Ach, verdammte. Schiete. 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 Wo ist Erde? Oh, der wird unten komplett verballert. Sehr gut. Da müssen wir uns jetzt probieren, hier lang zu heilen, ohne dass wir runterstürzen. Ich will dich da runter. Ah, hier geht's auch hoch. Sehr gut. Ich will ein Stück nach oben. Hier kommen wir nicht weiter nach oben. Okay, dann hier. Weiter nach unten. Verdammt. Okay. Wir schwimmen einfach außen lang. Aber ganz schön groß da unten. Wir müssen uns das merken, wo das ist. Dann müssen wir da auf jeden Fall irgendwann nochmal reingucken. Jetzt aber erstmal überleben. Weil es ist Nacht, wir haben nicht. Und unser Essen ist auch schon wieder. Geht schon weit runter. Wir müssen echt dann gucken, dass wir uns irgendwo unser Bett wieder aufbauen, damit wir da wieder spawnen können direkt. Dass wir nichts verlieren. Weil. Hallo. Da. Seht ihr ihn? Okay. Dann schwimmen wir halt außen lang. Hi, Kumpel. Hallo. Der kommt nicht, okay. Da ist er, ne? Boah, fuck, das war ein Wal. Ich dachte schon, wow, jetzt sind wir am ledig, weil hier so ein Hai auftaucht. Aber es sind ziemlich viele Wasserlöcher gibt es hier, muss ich feststellen. Das ist ein bisschen sehr backig mit dem Biom in dem Sinne vom Wasser, weil hier geht es ja auch. Hui! Voll das Wasserloch. Kennt man da auch von zu Hause, diese altbekannten Wasserlöcher. Wo einfach mal ein Loch im Wasser ist. Wo man 3 Meter nach unten fällt. Oh, das hier hinten sieht schön aus. Und ich bin hungry. Ja, das habe ich festgestellt, dass ich hungry bin, Junge. Ich bin ja nicht blöde. Doch, du bist blöde. Nein, bin ich nicht. Hört auf. Sag. Und wir holen doch ein bisschen Lump ab. Boah, Alter. Junge. Wow. Das Handy hat gerade mich voll irritiert und da kommt ein Vieh an. Gedingert, Alter. Hopp. Nein! Puh. Wo sind die? Diese Schweine. Oh. Hi, Creeperman. Bitte gehen Sie. Ja, wobei, jetzt können wir den ja... Au! Verdammt, die können ja auch unter Wasser explodieren. Das ist ja fies, das muss man ja mal wissen. Normalerweise explodieren die doch nicht im Wasser. Das ist voll scheiße. Oh nein. Bitte, es muss Tag werden. Oh Mann, noch mehr Creeper. Oh, da ist ein zwei Zombos. Wir sind ziemlich am Popo. Ja. Das ist doch ein Zombie-Dorfbewohner, oder? Schwimm, schwimm, schwimm. Schwimm, 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 schwimm. So, die Frage ist nur, wie überleben wir jetzt am dümmsten?
Wo steht der Mond? Ich sehe den Mond nicht. Das ist sehr gut. Das heißt, wir wissen nicht, wie spät es ist. Das spricht wieder dafür, dass wir nicht wissen... Nein! Nein, 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 nein. Hi. Dance Party oder was? Dance Party bei Olaf. Hallo. Guckt euch das mal an. Das ist Senior Wasserstrampeln. Nein! Scheiß Frame Drop, Alter. Ach, wegen Screenshot gespeichert. Oh. Oh, jetzt haben wir noch so einen Bogenschutz hinter uns. Na, sehr gut. Wir haben diese ganze Gang hinter uns. Scheiß Gang. Es werden immer mehr. Ah, verdammt, da kommen immer mehr. Wir müssen jetzt hoffen, dass es bald Tag wird. Da ist es ja. Nein! Sind wir da, wo wir angefangen haben? Es ist ja sehr dumm jetzt. Wir haben nichts. Wir haben unsere Axt verloren. Wir haben nichts mehr. Wir haben schon wieder so einen hässlichen Zombo hinter uns. Da ist ein Creepmann. Ja, super. Natürlich Hühner, natürlich. Ach, Mann. Ich könnte weinen. Meinen. Oh, toll. Dafür habe ich Klee. Hui. Wow, toll. Klee. Au. Au. Wir sind gleich wieder tot. Ja. Au. Ja, hui. Aus dem Weg, Hühnchen. Enderman, natürlich. Noch ein paar Enderman, warum nicht? Ah, nein. Au. Aua. Nein. Aua. Aua. Ich bin Hürz. Ah, da ist ein Black Sheep. Ich kann noch... Ah, ich hab mit dem... Au. Ah, verdammte Scheiße. Wir probieren hier auf die Bäume zu kommen. Gehen Sie bitte weg! Gehen Sie! Gehen Sie! Wir sind fast tot. Geht sie weg! Ja. Das hat sich ja richtig gelohnt. Also, und ja, wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Also, jetzt mal ernsthaft. Es beginnt schon richtig beschissen zu sein. Wie lang ist denn die Nacht gerade mal? Es ist ja echt mal ultra beschissen. Jetzt laufe ich in die Richtung einfach. Ja, toll. Es sind überall fucking Monster und wir haben einfach mal nichts. Soll das den Ort markieren, wo wir gestorben sind? Ja, das bringt uns echt. Die können sich eigentlich. Weil die Lichtsäule können sich eigentlich sparen. Weil in der Regel, wenn du weit wegstürmst, bringt dir das die Lichtsäule auch nichts zu wissen, wo du gestorben bist. Wow! Und ist ja voll der Partykeller oder was? Hopp. Natürlich, Hühnchen. Überall Hühnchen. Und laufen. Ja, das ist, glaube ich, unser Punkt. Wenn nicht, ist es was anderes. Vielleicht lohnenswert. Das hüp. Oh. Hexe. Creeper. Puh. Au. Scheiße. Ah, da sind noch mehr Creeper. Laufen, 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 laufen. Spinne, Creeper. Ah. Lauf, lauf. Hiss. Hiss. Flachland.
Lumi, Dirt, nein. Verdammt. Schlamm. Sumpf. Und es ist Tag. Die Bastarde brennen. Sie brennen. Tschüss. Wir sprinten zu viel gerade und das ist unser Untergang. Und es geht uns tierisch auf die Ausdauer. Ich suche ja gerade einen schönen Hügel, wo wir uns ansiedeln können. Wo wir alles bauen können, was wir, also was ich mir so vorgestellt habe. Aber wie es aussieht, wird das wohl nichts. Hüpp. Hüpp. Ja, super. Ist voll scheiße gelaufen, gerade mal. Muss ich wirklich völlig. Gehen Sie weg. Gehst du weg. So. Erstmal voll den Matschball. Ich hoffe mal, die brauche ich nicht für später. Der hat aber gerade viel Energie. Nee, komm, den lassen wir mal in Ruhe. Aus dem Weg. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht belästigen, Herr Klubschmann. Die Sache ist aber, hier ist überhaupt nicht schön grün. Hier will man eigentlich auch nicht wohnen, ne? Der kommt nicht hier hoch. Der ist zu fett und klubschig, um hier hochzukommen. Alter, gibt's echt viele Klubschmannos. Klubschmannos, Dios. Oh, Berry Garden, geil. Die würde ich lieber nicht essen. Die würde ich lieber, muss ich ganz ehrlich, in ein Beet investieren. Dass wir uns da irgendwie eine Unterkunft suchen. Und gucken, dass wir das überleben. Und Schafe finden. Um sein Bett zu craften, wo wir im Notfall respawnen können. Das wäre schon sehr nett. Wir brauchen also allererst ein bisschen Holz. Wir sind schon wieder hungry, aber ich glaube, wir müssen das essen, weil sonst werden wir wahrscheinlich verhungern. Sehr gut. Ein bisschen Nahrung gefunden, aber hey, wir werden verhungern. Die traurige Geschichte der Margarides. Ach, verdammte Scheiße. Ich mag nicht mehr, sei nicht scheiße, ich bemobb mich. Mami, es mobbt mich. Leck mich am Arsch, ich kletter jetzt nicht da hoch. Soll's doch für immer scheiße aussehen, Mann. Mäh. Höp. Ist alles so flach und eklig. Ich will eine bergige Gegend. Ich will Schafe. Schafe. Mäh. Aber Schafe gibt's hier nicht. Sehr scheiße ist das. Lumi Dirt, ach man, ist immer schön im Sumpf. Komm hier nicht raus, unser Essen sinkt, ach man. So, wir brauchen eine Ebene, wo vielleicht ein paar Schafe rumlaufen, damit wir die klatschen können, um uns ein Bett zu bauen. Weil wir brauchen auf jeden Fall das Bett, das brauchen wir. Denn ohne Bett sind wir verloren. Lieben wir dort. Auf Daumen hoch. Jetzt sind wir schon wieder am Umlaufen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey, ganz ehrlich. Aber wenn das so weitergeht, dann mache ich erstmal die Monster aus und schalte erstmal auf Peaceful, damit wir wenigstens nachts erstmal wenigstens gut vorankommen. Bis wir einen Punkt finden, wo wir uns hinziehen können. Und dann, keine Ahnung, gucken wir, dass vielleicht wieder nicht unser Hunger so zuschlägt. Auf Peaceful. Weil es wäre schon schlecht, wenn wir jetzt schon wieder am Spawnpunkt landen. Weil irgendwann. Ja, toll, ich muss das essen. Nur weil wir jetzt Starving sind. Ich sprinte schon gar nicht mehr, ne? Ich lauf normal. Okay, die können wir nur so ernten. Das ist nämlich jetzt nicht viel. Boom, Berry Garden. Ja, leider muss ich die essen, das ist schlecht. Weil ich würde lieber was anderes damit machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Schafe. Schafe, sehr gut. Dann können wir uns jetzt erstmal ein Bett craften. Geh drauf, Schaf. Geh drauf. Und Fleisch. Lecker. Hopp. Kommt mal her, ich verprügel euch mit eurem Freund, Haribert. Haribert, haut seine Freunde. Haribert, haut seine Freunde. Wir haben trotzdem nur drei Leiter. Uns fehlt immer... wir haben trotzdem nur eins. Klingt, wir müssen trotzdem dich noch töten, mein Freund. Es tut mir leid. Aber wir brauchen deine Wolle. Gut. Die weiteren müssten wir nicht töten, denn wir haben genügend Wolle.
Nichts, was uns was bringt. Schade. Wir sind auch hungrig. Und es leckt gerade. Perverts. Ja, danke, Minecraft. Komm einfach nicht klar, genau. Alter, hallo? Ich glaube, das hat aufgehört zu existieren. Hallo, ist gut. Fang dich mal. Ey, was ist denn jetzt los? Ich werde, glaube ich, gerade gemobbt von dem Spiel. Einfach instant gemobbt. So, ey, du Arschloch. Ey, du Otto. Ich mach dich fertig. Sehr nett. Danke, Spiel. Schön, wie oben Schnee liegt, aber das ist irgendwie noch nicht so. Ach, die wunderschöne Gegend, die ich mir vorstelle, muss ich feststellen für mich selbst. Oh, hier ist ein Tempel. Tempel, Tempel, Tempel. Ja, das Problem ist gerade, dass das Spiel sich gerade wieder mal überhaupt nicht einkriegt, ey. Ernsthaft, Spiel. Ernsthaft, was soll das? Klatschen das mal weg. Toll. Galtbaren. Was für eine Verarsche. Ja, die Frage ist jetzt... Oh, das kotzt mich gerade unendlich an. Das Spiel... Oh, Minecraft ist so eine Diva, ganz ehrlich. Jetzt spackt das Spiel gerade ultimativ rum und kriegt keine Frames mehr hin. Boah, Alter, weißt du, wie das nervt gerade? Das ist echt übelst penetrant nervig. Wie willst du da ordentlich spielen, wenn das so rumtroppt, die Frames? Die droppen so krass rum, das ist so hammermäßig scheiße, dass ich kotzen könnte. Boah, voll im 3 könnte ich kotzen. Ich suche gerade einen Berg, wo ich mich noch niederlassen könnte, aber ich finde keinen. Was ein bisschen schlecht ist. Ich mache erstmal normales Holz. Und, ja, lange. Kann man das, glaube ich, nicht mehr machen, weil das... Oh, Alter, die Frames, die gehen mir auf den Schwanz. Alter, jetzt kommt ein Klarspiel. Das ruckelt gerade übel dicke rum. Wirklich. Oh, Mann. Keine Ahnung, was jetzt schon wieder los ist, warum... Hier, jetzt geht's. 10, 20, 4, 3... Ich stehe nur rum, ne? Ich bewege mich nicht. Also gerade passiert gar nichts mehr. Ich will mich jetzt noch zumindest hier irgendwo wieder reinkramen oder zumindest irgendwo das Bett hinstellen. Und sagen, jo, leck mich am Arsch, leck mich doch mal fett. Oh, ist das scheiße, ist das Mist. Oh, ich könnte kotzen. Ich möchte zumindest jetzt noch für diese Aufnahme zumindest ein bisschen was erreichen. Aber das Spiel lässt mich gerade überhaupt nicht mehr vorwärts kommen. Was echt scheiße ist. Ja, Spiel, danke. Jetzt scheint es sich halbwegs wieder zu fangen, oder? Nee, doch nicht. Wenn man denkt, ja, jetzt fängt es sich das Spiel, dann leckt es sich nochmal fett und sagt... Ich fang mich nicht. Kannst du vergessen. Junge, ich fang mich nie wieder. Ah, ab hoch hier. Ich muss hier durch. Was ist das denn? Ja, raus da. Toll, jetzt habe ich mich auch noch vergiftet. Ja, super. Hat sich ja richtig gelohnt, das Abenteuer in den Dschungel. Und wir sind am Starven. Am Starven. So, ey, sag mal, bitte. Check, jetzt hör auf. Bitte hör auf. Spiel, hör mal auf. Jetzt, ganz ehrlich, ich... Oh, das ist der Hammer. Das kriegt sich hier nicht ein. Hör auf. Ernsthaft. Oh. Fuck. Es leckt ohne Ende. Wirklich.
Das ist nicht mehr feierlich inzwischen Zeit. Das kannst du keinem anbieten. Höp, höp, höp. Oh, danke, Spiel. Das... Wer weiß, was das schon wieder ist hier. Ja, hallo und herzlich willkommen zu 3 Frames Spiel. 3 Frame bei Life in the Woods der 3 Frame Challenge. Ja, wir müssen mit 3 Frames das ganze Spiel bestreiten. Kämpfen, leben, bauen, siegen. Ja, das müssen wir. Macht ja auch Sinn. Oh, Alter. Die Sache ist, es lohnt sich gerade echt nicht mehr, hier irgendwas zu machen, was ich... Natürlich. Also ich spule mich jetzt hier rein. Dann ist gut. Hier, pass auf. Nacht. Und dann, keine Ahnung, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Life in the Woods. Hoffentlich dann ein bisschen besser, weil jetzt gehen die Frames gerade, selbst hier im Menü spacken, die Ulti-Rub. Ja, ich weiß es echt nicht, warum. Echt nicht, ich weiß nicht, warum. Ich guck gerade nochmal hier draußen, es ist nichts anderes aufgegangen. Es ist nichts anderes aufgegangen im Hintergrund. Das ist wirklich nichts auf. Nichts, nichts. Scheiß Spiel! Tschüss.